Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Der Airport Innsbruck ist etwas ganz Besonderes. Denn bisher war er für UL-Flugzeuge gar nicht zugelassen. Das hat sich seit April 2019 geändert. Zukünftig steht Innsbruck immer auf meiner Liste der Ausweichflugplätze, wenn ich mal bei schlechtem Wetter über die Alpen fliegen will. Wir genießen den Aufenthalt sehr und nach 2 Stunden machen wir uns auf den Weg zurück nach Deutschland. Natürlich nicht, ohne der Zugspitze und Neuschwanstein einen Besuch abzustatten.
zwar ist hier in Kempten unsere Reise noch nicht ganz beendet, es fehlen noch die 2 Stunden zurück in die Eifel, allerdings sind wir so oft hier im Allgäu, dass wir uns auch hier schon richtig zu Hause fühlen. Eine unglaublich schöne und interessante Reise geht zu Ende. Wir haben viele interessante Menschen kennengelernt, atemberaubende Landschaften gesehen, herausragende Flugerfahrungen gemacht und waren insgesamt 37 Stunden und 24 Minuten in der Luft. Und ich möchte keine einzige Sekunde missen.